Seid recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mass Effect Teil 2. Hier ist die Goretti. Und Kelly, haben wir neue Nachrichten? Kelly, du sagst ja nichts. Kelly? Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Im Moment nicht. Noch etwas, Commander? Nein. Das wäre alles. Ich bin hier, wenn Sie etwas brauchen. Aber natürlich, aber natürlich. Ja gut, dann kümmern wir uns mal darum, dass wir hier die Forschung wieder freischalten, die wir so gefunden haben. Unter anderem Sturmgewehrschaden. Das mag mir sehr gefallen. Das erfordert Iridium. Das habe ich zu Genüge. Sehr gut. Was gibt es da noch? Panzerung. Tech-Schaden. Wer hätte das gesagt? Gruppenbonus plus 60% Tech-Schaden. Klingt gut für mich. Danke dafür. Was gibt es noch bei den Prototypen? Irgendetwas? Nein. Geth-Schilde. Natürlich. Plus 25% Schildstärke. Her damit. Und sonst noch was? Ich glaube, bei den Prototypen war es das jetzt, oder? Von dem, was ich machen möchte. Das ist so. Nee. Guck mal hier. Munition für schwere Waffen. 75% Munitionskapazität. Her damit. Aber das war's dann jetzt. Jawohl. Wunderbar. Dann würde ich sagen, Modin, hast du noch irgendetwas zu sagen? Lass uns das mal abwarten, dass das weggeht. Hä, Modin? Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Wollte selbst mit Ihnen sprechen. Medizinische Angelegenheit. Mission ist gefährlich, das ist klar. Jede Spezies geht anders mit Stress um. Erkenne, dass das ein großer Schritt für Sie ist. Schon früher fühlten sich andere Spezies zu mir hingezogen. Seltsames Gefühl. Bin nicht interessiert. Hey, Mordin! Moment mal, Mordin. Jetzt nehmen Sie mich doch auf den Arm, oder? Welch schockierender Vorwurf. Vertrauen zwischen Patient und Arzt ist heilig. Auf den Arm nehmen käme mir nie in den Sinn. Amüsieren Sie sich so gut es geht, Shepard. Ich bleibe hier und untersuche die Zellenreproduktion. Das ist viel einfacher. Erfordert auch weniger Alkohol und stimmungsvolle Musik. Mordin, du bist unglaublich. Da unterstellst du der kleinen Shepard, dass sie was von dir will. Das ist aber nett von dir. Ja, je nachdem, was ihr hier für einen Shepard spielt, fällt dieses Gespräch zwar tatsächlich jedes Mal ein wenig anders aus. In diesem Fall sagt Mordin, dass wir was von ihm wollen. In anderen Fällen sagt er halt was anderes. Es ist auf jeden Fall immer wieder ein Lacher wert. Wunderbar, dann lasst uns doch mal schauen. Ihr sagt nichts? Hallo Tali, wie geht es dir? Kila, es tut mir leid, dass ich Sie in die quarianische Politik mit reingezogen habe. Diese ganzen Grabenkämpfe und dann noch die Handlungsweise meines Vaters. Sie waren als Einzige für mich da, Shepard. Mein einziger Schutz vor dem Sturm. Danke. Ist Politik bei den Quarianern immer so? Nein. Manchmal kann es sogar richtig unangenehm werden. Wir sind ein sehr soziales Volk, Shepard. Das müssen wir auch sein, um auszugleichen, dass wir in diesen Anzügen festsitzen. Und dazu gehört auch, sich in alles einzumischen, obwohl es einen nichts angeht. Sie werden bestimmt den Sitz Ihres Vaters im Admiralitätsrat wieder besetzen wollen. Was wird dann aus den Kräfteverhältnissen? Keine Ahnung. Verbannung hätte das Ganze leichter gemacht. Einige haben mich als Kandidatin vorgeschlagen. Aber es dauert, einen Admiral zu ersetzen. Es ist Ihnen vielleicht nicht aufgefallen, aber Quarianer debattieren gerne. Der ganze Prozess war eine Beleidigung. Man hätte Ihnen Zeit geben müssen, Ihren Vater zu betrauern. Ich glaube, es geht im Leben nicht darum, was man verdient. Aber mein Vater würde sich dadurch geehrt fühlen, dass meine Trauer um ihn darin bestanden hat, jede Menge Geth in die Luft zu jagen. Ich sollte zurück an die Arbeit gehen. Aber danke fürs Vorbeischauen. Immer wieder gerne, Dali. Pass auf dich auf. Sehr schön, dann wäre das, denke ich, auch erledigt. Auf geht's zurück ins KIZ. Und dann schaue ich mal, was wir anfangen. Ich
könnte erstmal die restlichen Planeten hier oder besser gesagt Sonnensysteme erkunden, warum auch nicht. Aber, na, das mache ich mal wieder offscreen, wobei hier gibt es nur einen Planeten. Einen einzigen Planeten, das ist nicht viel. Wie gut bist du? Naja, geht so. Element Zero. Sonde unterwegs. Her damit. Und Platin. Platin können wir auch mal gebrauchen, aber da geht schon wieder das Element Zero ein bisschen hoch. Davon habe ich immer nicht Starte genug. Sonde. Danke, Edi. Schaut euch das an. Ja, komm, gib mir das Platin. Starte Sonde. Manchmal lohnt sich das wirklich. Sonde gestartet. Damit. Ja, dann kriegt ihr das mal einmal mit, wie ich hier nach den Sonde Mineralien gestartet. Scanne und hoffentlich noch mehr Element Zero finde. Ja, da war wieder was. Alter, komm. Gib es mir. Starte Sonde. Ja, nehmen Starte wir das Starte Sonde. Gibt es noch mehr Element Zero? Komm, gib mir noch ein bisschen Element Zero. Da. So ein ganz klein bisschen Sonde kommen, gestartet. Das nehmen wir. Element Zero ist manchmal echt Mangelware. Aber ich glaube, das soll mir jetzt hier auch reichen. Mehr scheint es nicht an Element Zero zu geben. Gut, dann habe ich euch das mal einmal gezeigt. Treibstoffreserven bei 50%. Wirklich, Edi. Ich glaube, das schaffen wir noch zurück zum Massenportal. Das mache ich aber jetzt wirklich offscreen. Also bis gleich. Auch hier in der Valhalla-Grenze habe ich jetzt alles abgebaut. Sigurdswiege, da war ich noch nie und da gibt es auch ein falsches Signal. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns doch mal darum, oder? Skepsis, aha. Hier habe ich noch gar nichts erforscht. Oh, ich habe gerade echt keine Lust. Das heißt, ich lasse das Ganze erstmal und kümmere mich direkt einfach mal um das falsche Signal. Dafür muss ich da hinten rüber zu Decoris. Mhm. Klingt fast wie Dolores. Sanctum, falsches Signal. Deaktivieren. Das machen wir. Geortet. Das ist gut. Starte Sonde. Starte Sonde. Sonde gestartet. Sonde gestartet. Alle Tunnel auf Flüchtlinge überprüfen und nach Abschluss bei Captain Narum Bericht erstatten. Alle Tunnel auf Flüchtlinge überprüfen und nach Abschluss bei Captain Narum Bericht erstatten. Alle Tunnel auf Sonde Flüchtlinge gestartet. Überprüfen und nach Abschluss. Ich habe etwas gefunden. Das ist gut, Edi. Dann würde ich sagen, landen wir. Ich konnte mich nicht zurückhalten bei so viel Element Zero und keine Ahnung. Tunnel, ha? Huh? Miranda, du warst lange nicht mehr mit dabei und ich glaube, Said auch nicht. Machen wir das so. So, ihr zwei. 3 Punkte. Das reicht für nichts, ne? 3 Punkte. Auch da reicht es für nichts. Und um Saids Aufgabe müssen wir uns auch noch kümmern. Shepard hat immer noch bloß 2 Punkte. Egal, wir machen es jetzt so. Los geht's. Hier herrscht also ein falsches Signal, von wem auch immer das gesendet wird. Das sieht nach Blue Suns aus, oder? Seid ihr die Blue Suns? Sieht so aus. Na dann, kommt mal her. Schnell die Hinterhalt. Waffen, die Munition ändern und los geht's. Tschüss. Und tschüss. Hallo, mein Freund. So, dann lass uns mal vorrücken. Die sind mir zu weit weg. Und ihr zwei seid mir zu inaktiv. Und jetzt!
Tschüss. Das wird sie umwerfen. Das hoffe ich doch. Lass mal gucken, ob ich da nicht einfach mal eine Granate hinwerfe. Wo ist sie? Da. Hau drauf, Shepard. Und Einigkeit. Oh, können wir gerade nicht aktivieren. Alles klar. Ja, verdammt. Und tschüss. Naja, noch nicht ganz. Nochmal eine Granate gefälligst? Nein, was habe ich getan? Ich will die Granate werfen. Geht natürlich jetzt in mir. Na gut, dann vielleicht doch ein bisschen Einigkeit. Chaka. Und Disruptor-Munition will ich nun wirklich. Dann macht sie fertig. Alter. Feind am Boden. Sehr gut. Feind am Boden. Sehr gut. Ich glaube, das waren sie erstmal hier draußen. Mal eben umschauen, ob es hier was gibt. Nein. Habt ihr Munition abgeworfen? Habt ihr. Wie, da lag doch noch mehr Munition. Ah, da vorne. So, dann warte mal. Jetzt habe ich hier einiges gesehen. Einmal das hier. Raffiniertes Iridium. Sonst noch was? Ich glaube nicht. Weiter geht's. Datenpad. Aha. Ein Shuttle ist gerade vor dem Südeingang gelandet. Geht raus und macht sie fertig. Sofort. Ja, ja. Haben sie versucht, sind kläglich gescheitert. Aufgrund von Befürchtungen bezüglich der Sicherheit der Angestellten wird die Brotfeldmine bis auf Weiteres geschlossen. Brotfeldmine? Wartet mal, meine Freunde. Hier. So muss es sein. Und tschüss. Ah, oh, du kriegst noch mal so ein Ding ab. Hier. Dann macht sie fertig. Das ist gut. Schießt von hinten einer auf mich dann. Das wird sie umwerfen. Ist gut. Miranda, so mag mir das gefallen. Jetzt stirb doch da hinten. Setzen! Na warte, mein Freund. Hier, nimm das. Hat er überlebt? Mehr hast du nicht zu bieten? Und das waren sie. Hier ist nichts, alles klar. Andere Seite scheint auch nichts zu sein. Dann gehen wir mal runter, hä? Oh Mann, ich hänge fest. Banditen, die Bücher lesen. Schade, das ist nix. Ah, der Schlafraum. Hier gibt es bestimmt Kohle abzugreifen. Her damit. Gut, dann umgehen wir erstmal den Safe. Und der... ich hätte auch erst oben anklicken können, ne? Ich mache gerne Umwege. Noch ein Datenpad. Warte. Da. Hey Cousin, dieser Schwachkopf Selim hat mich gerade völlig grundlos gefeuert. Ich schwöre dir, der Typ hat's auf mich abgesehen. Es heißt, die Blue Suns heuern Leute an, um auf Omega einen Irren zu erledigen, der auf Selbstjustiz macht. Ich werde ihnen zeigen, wie sowas geht. Wünscht mir Glück. Ja, du bist wohl auch kläglich gescheitert. Das Klö. Sehen nicht viel anders aus als heutzutage. Mich wundert's nur, dass alle Völker auf das gleiche Klo gehen können.
Ich hätte gedacht, zum Beispiel die Turianer hätten etwas andere Klöße. Da war nix. Wunderbar. Gehen wir weiter. Oh, 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 oh. Alles klar. Jesus. Mein Freund, der ist für dich. Heiß am Boden. Sehr schön. Das macht sie fertig. Machen wir. Noch mehr von euch? Oder war es das? Ah, noch so einer mit einer Schrotflinte. Tschüss, mein Freund. Das war's jetzt. Zumindest hat sich das Spiel automatisch gespeichert. Von daher gehe ich davon aus, dass es das jetzt war. Eine schöne Küche habt ihr hier. Ich hätte gerne Munition. Da. Jede Menge Munition sogar. Sehr schön. Und das hier ist die eigentliche Mine. Gib mir das. Große Bohrer, würde ich sagen. Was habt ihr hier freigesetzt und warum zur Hölle? Geht von hier aus ein falsches Notsignal. Ihr habt doch eigentlich alles hier, was ihr braucht. Ihr habt hier eine gut laufende Mine. Warum musstet ihr die Leute hier hinlocken? Datenpad, wo war das? Da! Es kommt in Kürze eine große Ladung von der Ausgrabungsstätte rein, Jungs. Schafft die unsortierte Fracht in die Minen, um Platz zu schaffen. Welche unsortierte Fracht? Energiezellen, danke dafür. Wer immer Sie sind, Sie schaffen es auf keinen Fall lebend hier raus. Seid ihr da mal nicht so sicher, mein Freund? Oh nein. Oh nein. Ach, komm schon. Zwei. Alles klar. Alles klar. Aktiviere Waffen. Das kannst du gerne versuchen. Warte. Disruptor-Munition und ab geht die Post. Warte. Jetzt kommt's. Betäubungsschuss ab! Das war der erste. Wow! Okay, okay. Du hast doch keine Chance. Und tschüss. So, wo bist du, mein Freund? Setzt deine blöden Max auf mich? Ich glaube nicht, dass du noch eine Chance hast. Warte. Hier. Und hier. Eure Betäubungsschuss ab. Turianer, hä? Ruhig, ruhig. Auf den Boden. Volle Deckung. Mach sie fertig. Ich bin dabei. Ich glaube, das waren's. Das waren sie, oder? Meine beiden schießen noch auf jetzt irgendetwas. Kommt's. Worauf schießt ihr da? Teure Schlagschuss ab! Nicht mal diese Kiste aus dem Weg räumen. Hier gibt es nämlich noch Dinge zu sammeln. Danke für das Medigel. Wusste gar nicht, dass ich eins verbraucht habe. Irgendwann mal vielleicht. Das hat wehgetan! Auf wen schießt ihr denn da? Ah, da liegt er ja.
Hier. Du lebst ja noch. Was ist das jetzt hier? Oder habe ich noch was übersehen? Ich glaube, das war's. Ist das hier für eine Tür? Tür umgehen? Alles klar, machen wir. Lass mich mal hier hoch. Komm ich da hoch? Ja. Oh nein, jetzt stand mir Miranda im Weg. Gut, dann machen wir einen Umweg. Ah, ein Wandsafe. Her damit. Dich habe ich schon gesehen. Dich auch. Und dich ebenfalls. Mein Gott, und das bei der Hitze, dass ich mir das merken konnte. Ein reines Wunder ist wieder geschehen. Jetzt mal sehen, auf der anderen Seite ist auch noch eine offene Tür, bevor wir uns da an die Geschichte machen. Natürlich. Oh, was ist denn hier los? Oh. Computer aktivieren. Ein Vertreter des künftigen Kunden ist heute angekommen. Er hat um Diskretion gebeten, was mich stutzig gemacht hat. Auf Commander Santiagos Vorschlag hin werde ich versuchen, den Vertreter dazu zu überreden, mir Art und Aufenthaltsort der Fracht mitzuteilen. Proteaner-Artefakt bestätigt das. Schau doch mal einer an, ha? Na, das ging ja schnell. Der Vertreter des Kunden hat mir alles gesagt, ohne dass ich großen Druck ausüben musste. Commander Santiagos Vermutung war richtig. Der Kunde will uns dafür anheuern, ein proteanisches Artefakt von der Ausgrabungsstätte abzutransportieren. Noch etwas mehr Druck und er wird uns bestimmt auch die Position der Ausgrabungsstätte verraten. Natürlich. Position der Ausgrabungsstätte bestätigt. Schau mal eine an. Diesmal musste ich etwas intensiver nachbohren. Oh, ich hoffe nicht, dass du einen echten Bohrer benutzt hast, mein Freund. Letztlich hat der Vertreter doch die Position der Ausgrabungsstätte preisgegeben. Ich schicke jetzt Schiffe und Männer dorthin. Santiago wird zufrieden sein. Das proteanische Artefakt ist viel mehr wert, als wir uns für seinen Transport bekommen würden. So geht ihr also mit Kunden um. Und das war euer Kunde. Tut mir leid für dich, mein Freund. Tut mir leid für dich. Ich glaube, wir können die Waffe auch. Null Feinde! Ja. Getrost mal wegstecken. Dann geht diese Mission wohl scheinbar noch ein bisschen weiter. Ja, öffnen wir das Ganze oder umgehen wir mal diese Tür? Das war jetzt nicht viel. Nur drei Schlösser und wir finden was. Notsignal deaktivieren. Genau, das war ja unsere Aufgabe und das sollten wir auch tun. Ich gucke nur mal eben, ob hier noch mehr ist. Nein, hier gibt es sonst nichts weiteres. Dann machen wir das mal. Und tschüss, Notsignal. Ab geht's. Das war's. So sehe ich das aus. Auch nicht aus. Notsignal in der Burnfeldmine deaktiviert. Widerstand der Blutsands vollständig eliminiert. Klingt doch gut. Ja, ein bisschen Credits gab's dafür, warum auch nicht. Und einiges andere. Ich glaube, dass es jetzt... Nee, es gab keinen neuen Tagebucheintrag. Dann wird diese Mission wohl Commander, doch nicht... Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Weitergeführt werden. Danke, Kelly. Danke. Dann schaue ich mir mal doch diese neue Nachricht an. Ungelesen. Oh, von Edi. Ursprungsplanet Franklin Skepsis-System Sigurds Wiege. Notsignal empfangen. Nachricht folgt.
Die Allianzkolonie auf dem Planeten Franklin wird von radikalen Batterianern angegriffen. Die Terroristen haben eine Javelin-Raketenbasis in der Nähe übernommen und zwei Raketen in Richtung der Menschenkolonie abgefeuert. Das ist traurig. Die völlige Zerstörung der Kolonie droht. Wahrscheinlichkeit für Überlebende bei Raketeneinschlag 0. Mann, Mann, Mann. Die Notfallschalter für die Raketen befinden sich im Inneren der Basis und werden von den batterianischen Kämpfern schwer bewacht. Die Allianzstreitkräfte sind hoffnungslos unterlegen. Der Verlust der Kolonie, die erste dieser Größe, wäre ein vernichtender Rückschlag für die Expansion der Allianz in den Terminus-Systemen. Er bitte sofortige Unterstützung. Das versuchen wir. Als gelesen markiert, jawohl, auch von Edi. Information erhalten. Planeteninformation Capek Hawkins System Titannebel. Daten der unter Quarantäne gesetzten VI auf der Jari-Station lassen vermuten, dass die Quelle der VIs Virus South Breaks, eine Anlage von Hannah Kedah auf dem Planeten Capek ist. Das haben wir doch schon gemacht. Warum kriege ich jetzt erst diese Benachrichtigung? Die Koordinaten wurden in ihr Navigationssystem heruntergeladen. Edi, du bist, glaube ich, ein bisschen zu spät. Von Admiral Daru Sen von Mori. Was Mori? Aha. Shepard, was Normandy? Ich durchstöbere gerade die Allerei und wollte sie wissen lassen, dass ich einiges über die Experimente von Rael Zora gefunden habe. Oh je, oh je. Hätten sie das alles mit mir geteilt, hätte vermutlich auch die Menschheit davon profitiert. Stattdessen werden sie und ihr Volk nun nach Abschluss meiner Experimente nur aus der Entfernung dabei zusehen können, wie die Quarianer nicht nur ihre Heimatwelt zurückerobern, sondern auch die größte synthetische Armee der Galaxie übernehmen. Rael Zoras Tod war nicht vergeblich. Ich werde sein Werk zu Ende führen. Herzlichst, Admiral Daru Sen Vas Mori. Alter, was hast du vor? Naja, egal. Wir haben die Nachrichten gelesen. Und ich würde sagen, für diese Woche war es das. Wie wir uns weiterhin um diese Nebenmission kümmern und vielleicht sogar mal an Saids Sache herangehen, das erfahrt ihr erst in der nächsten Folge und in der nächsten Woche. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß an der Folge. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt sauber und vor allen Dingen gesund. Und bis zur nächsten Folge, wenn ihr denn so wollt. Tschüss.